Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ein königlicher Auftritt hier, dieser schöne 57i. Ja, wie sagen die Leute immer, die Garagen werden immer kleiner. In Wirklichkeit werden die Autos immer größer. Und da bleibt es halt nicht aus, dass man sich hier auch mal so unschöne kleine Ratscha ins Auto fährt. Jetzt wollen wir aber nicht den gesamten Stoßfänger lackieren, sondern wir wollen, ich sag mal, ein Smart Repair machen. Smart Repair sagt man normalerweise 2 Euro Stück Größe. Das heißt, hier ist ja schon die ganze Flanke wirklich zerkratzt. Sprich, im Endeffekt ist das jetzt kein Smart Repair mehr in dem Sinne, aber ich sag mal eine smarte Reparatur. Wir werden den halben Stoßfänger lackieren. Und darum geht es heute, wie schaffe ich das denn überhaupt mitten in einer Fläche, weil der Stoßfänger geht ja hier jetzt durch. Wo höre ich da auf? Wie kriege ich da einen Übergang hin, dass wir quasi vom alten zum neuen Klarlack keinen Unterschied sehen, keinen Übergang sehen? Und das möchte ich euch heute zeigen. Und ich fange jetzt an, erstmal die fiesen Kratzer grob rauszuschleifen. Die Schäden jetzt ausgeschliffen und wirklich bis zum Kunststoff runtergeschliffen. BMW sagt bei den 7er Modellen, dass hier hinter eine Sensorik sitzt. Deshalb darf da immer nur eine Schicht Grundierung, eine Schicht Lack drauf sein. BMW macht das dann so, die sagen, wir können die ja nicht überlackieren, wir schmeißen sie weg, tauschen sie aus. Wir haben den Lack jetzt runtergeschliffen, grundieren das neu, lackieren das neu. Das ist im Endeffekt der gleiche Effekt, nur meiner Meinung nach etwas nachhaltiger. Ja, genau, jetzt schleife ich nochmal fein nach, schleife Übergänge und dann wird das Ganze grundiert. Der UV-Füller ist jetzt ausgehärtet, jetzt werden wir das Ganze plan schleifen. Das ist jetzt noch gar nicht so interessant. Interessant ist nachher der Übergangsbereich und das zeigen wir euch. Wir haben jetzt den ganzen Bereich geschliffen. Hier würde jetzt das Kennzeichen anfangen. Wir versuchen natürlich immer, möglichst unsichtbar so einen Übergang zu machen. Das heißt, wir gehen auch tatsächlich unter das Kennzeichen. Trotzdem werden wir jetzt nicht scharf abkleben, sondern wir werden einen weichen Übergang lackieren. Wir haben jetzt mit 800er geschliffen. Jetzt haben wir hier so ein, ja, das ist so eine Körnung 1000, 1200 etwa. Damit werden wir jetzt diesen Bereich, diesen Übergangsbereich noch anschleifen. Weil wir müssen halt immer auf dem geschliffenen anlackieren, weil Klarlack auf ungeschliffenem Lack platzt einfach ab, weil er keine Haftung hat, weil der Klarlack sich halt natürlich in den Schleifriefen quasi verankert. Das heißt, wir müssen feiner schleifen, dass wir nachher diesen Übergangsbereich auch poliert bekommen. Jetzt ist die letzte Chance, sich Tickets für die Nordic Motor Show zu sichern. Diese findet vom 3. bis 5. Mai in den Holstenhallen in Neumünster statt. Wir teilen uns einen Stand mit 4CR. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns besuchen kommt. Und ein Ticket kostet nur 9 Euro. Wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung euch ein Ticket sichert, dann habt ihr sogar noch die Möglichkeit, den Rocket Bunny, also einen Subaru Breitbau, zu gewinnen. Wenn das nichts ist, also wir freuen uns auf euch auf der Nordic Motor Show. Jetzt geht's ans Lackieren. Wir haben hier 475 Saphir Schwarz Metallic. Das heißt, Metallic einen Zweischicht-Lack. Sprich, wir haben einen Basislack, farbgebenden Lack. Und wir haben einen Klarlack, der nachher dem Ganzen Glanz gibt. Jetzt müssen wir quasi mit dem Basislack einlackieren, einen weichen Übergang. Und wir kriegen keinen Übergang poliert, wenn wir in der Übergangszone Basislacknebel haben. Deshalb haben wir hier so eine kleine, wir sagen dazu, Tüte gebaut, dass da wirklich nichts hinnebeln kann, dass da wirklich der Übergang nachher nur mit Klarlack gespritzt wird. Dieser Lackierer wird Ihnen nun den Lackierprozess demonstrieren. Es beginnt mit dem Entstauben. In diesem Prozess werden kleinste Staubpartikel von der Oberfläche genommen. Nun wird die erste Schicht Basislack appliziert.
kurzem Ablüften gibt es die zweite Trinkphase. So, Spaß beiseite. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass hier jetzt schon quasi ein Übergang rein lackiert ist. Von deckend zu nicht deckend, dass man da wirklich keine Kante sieht. Und jetzt gibt es noch den sogenannten Effektgang. Es wird nochmal ausgenebelt. Nochmal, dass die Pigmente sich gleichmäßig liegen und hier wirklich kein Übergang zu sehen ist. Und dafür wird der Druck ein bisschen runtergedreht und dann geht's los. Hier kann man jetzt sehen, hier ist kein Basislack drauf, damit der Bereich halt auch frei bleibt. Jetzt kommt die erste Schicht Klarlack, die wird auch tatsächlich nur bis zu dem Bereich gespritzt. Hier sieht man jetzt den Bereich geschliffen, Klarlack. Nach etwa 5 Minuten Ablüftzeit werden wir jetzt den zweiten Gang spritzen. Und zwar erstmal genauso wie den ersten. Und dann gucken wir uns den Übergangsbereich an. Jetzt haben wir den Bereich maximal vor Nebel geschützt und jetzt werden wir die Tüte entfernen. Und jetzt wird bis genau zum geschliffenen Rand anlackiert. Genau, jetzt nimm ab. Jetzt haben wir so ein HS-Löser-Spray. Das ist quasi eine Verdünnung, weil wir hier jetzt relativ grobe Tröpfchen im Randbereich haben. So kann man das sehen. Ein bisschen matt und dann ist der Übergang. Und jetzt kann man diese Tröpfchen quasi leicht verdünnen, indem man hier mit der Verdünnung drüber geht. Jetzt ist der Übergang auf der Kamera schon gar nicht mehr zu erkennen, so auch nicht. Jetzt muss das Ganze aber erstmal trocknen und dann können wir den Übergang polieren. Wir haben den nächsten Tag, der Lack ist trocken gehärtet und jetzt geht's ans Polieren. Der Übergang ist sehr gut gelungen, hat Basti schön gemacht. Trotzdem werden wir ihn jetzt noch einmal polieren, um wirklich einen perfekten Übergang zu kriegen, weil man sieht es kaum, aber wenn man ganz genau hinguckt, kann man so ein bisschen sehen, dass es so leicht duff ist in der Übergangszone. Das heißt, ich werde das jetzt einmal überpolieren mit einer Schleifpolitur, Körnung 8000 etwa. Und dann haben wir wirklich einen unsichtbaren Übergang und dann sieht das schick aus. We'll be right back.
Ihr seht also, man bekommt Klarlack auf Klarlack einen Übergang hin. Wichtig ist, wie gesagt, dass da kein Basislacknebel in der Übergangszone ist. Das heißt, man braucht immer ein bisschen Platz für sowas. Gerade bei empfindlichen Farbtönen wie Silber. Silber muss man halt sehr weit ausnebeln, da braucht man Platz. Deshalb, hier haben wir jetzt ja fast den halben Stoßfinger lackiert. Allerdings muss man auch sagen, man konzentriert sich bei diesem Smart Repair auf den Schaden. Weil ich lackiere zum Beispiel hier, wären hier jetzt aber Steinschläge, dann würde ich in der Übergangszone die Steinschläge nicht entfernen, sondern die würden nur in Klarlack gefasst sein, vorher geschliffen werden. Wenn sie jetzt sehr groß sind, kann man sie natürlich einmal mit Farbe austupfen, auslegen, bevor man dabei geht. Wichtig ist halt, dass diese Übergangszone möglichst schmal ist. Es gibt nämlich manchmal Kunden, die fragen, ich habe hier mitten auf der Motorhaube einen Kratzer, kann man den nicht mit Smart Repair wegmachen? Das ist halt oft schwierig, weil ihr habt das jetzt gesehen, wie wir ausnebeln müssen. Jetzt stellt euch vor, ich müsste bei einer Motorhaube mittig in jede Richtung ausnebeln und auch mit Klarlack in jede Richtung ausnebeln, dann den Beispritzer auftragen und dann habe ich schon so viel Nebel auf der ganzen Haube, dass ich da wahrscheinlich 3 Stunden polieren werde. Da kann man gleich die ganze Motorhaube lackieren. Das heißt, das macht auch einfach gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie wie hier so Ecken, Sicken, Kanten habe, wo ich irgendwie absetzen kann, dann funktioniert das schon. Ja, es ist immer so ein bisschen abhängig vom Farbton etc. Jetzt nochmal zu einem Bedenken, was viele auch wirklich zu Recht äußern. Sagen, oh, guck mal hier, jetzt wird das anlackiert, das Auto wird gar nicht auseinandergebaut, platzt das nicht nachher an den ganzen Ecken und Kanten ab. Wenn das vernünftig gemacht wird, dann platzt da auch nichts ab. Das ist halt wie überall, das A und O ist die gründliche Vorbereitung. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Bereich Stoßfänger-Kotflügel habe, dann geht es hier so ein bisschen um die Ecke. Da muss ich natürlich den Kotflügel ordentlich abkleben und hier mal vernünftig ein bisschen reinschleifen, um die Ecke schleifen. Weil gerade an Ecken und Kanten, wenn da nicht geschliffen ist, ich gehe dann mit dem Dampfstrahler rüber, dann platzt es natürlich ab. Das heißt, wenn richtig geschliffen ist, wenn vernünftig vorbereitet ist, dann platzt da auch nichts ab. Genau wie bei dem Klarlackübergang. Da haben wir auch schon mal gesagt, ja, der Klarlackübergang hebt sich irgendwie ab. Das passiert nur, wenn ich halt mit dem Klarlack über die geschliffene Stelle lackiere, weil dann habe ich ungeschliffenen Klarlack mit neuen Klarlack drauf, der hat keine Haftung, der platzt ab. Das muss nicht sofort sein, das kann ein bisschen dauern, das kann sein, wenn ich dann mit dem Hochdruckreiniger rübergehe. Ihr habt jetzt gesehen, wir haben auf dem geschliffenen anlackiert, wir haben es poliert, da wird jetzt auch nichts passieren und wir sind in der Gewährleistungspflicht bei solchen Sachen. Insofern, wenn wir uns nicht sicher wären, dass das funktioniert und haltbar ist, dann würden wir das ja auch nicht machen. In dem Fall hat der Kunde natürlich auch viel Geld gespart, wenn man jetzt überlegt, man würde den Stoßfänger komplett lackieren für so einen Schaden. Dann würde man ja den Stoßfänger demontieren, alle Anbauteile entfernen, ihn komplett durchschleifen, komplett füllern. Dann ist man da, ja, sag ich mal, locker 800 bis 1000 Euro los. Und die Lösung jetzt liegt preislich bei 300 Euro plus Mehrwertsteuer. Das heißt, ja, ist eine smarte Lösung. Und gerade beim Stoßfänger halte ich das halt für sinnvoll, weil da kann immer wieder was kommen. Der steht permanent unter Steinschlagbeschuss. Und bei so einem breiten Auto, da bleibt es halt auch nicht mal aus, dass man nicht mal irgendwo im Parkhaus an der Ecke ein bisschen hängen bleibt. Insofern denke ich, ist das hier die richtige Lösung. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ist das für euch auch die richtige Lösung oder eher nicht? Sagt das, schreibt das hier gerne in den Chat. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da, euer kostenloses Kanalabonnement. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.